Bonjour, meine lieben Freunde. Wir sind hier gerade in Venedig und ja, sagen wir mal kurz Hallo zu Venedig, oder? So sieht's hier aus. Wir sind hier jetzt gerade in Venedig, Leute, und oh mein Gott, Alter. Jetzt geht's erstmal raus. Ich hab gut geschlafen. Die frische Luft ist gut. Ja, der Tag war gut, glaube ich. Ich habe ein gutes Gefühl, ja. So, gehen wir mal wieder rein. Und ja. So, ich lasse noch kurz mein Handy aufladen, weil wir wollen natürlich Akku, wenn wir draußen sind, ich habe keine Powerbank. Deswegen Handy kurz aufladen und da geht's auch los, ja? Ja, da geht's los. Let's go. Ah, okay, sorry. Just do I need here, yeah? Yes, thank okay, you. Sorry. Ich habe jetzt einfach mal kurz mit einem Schüssel Cornflakes angefangen, Leute. Und einem italienischen Cappuccino. War eigentlich nur aus der Maschine gezogen. Und dann habe ich jetzt mit einem Glas Wasser genommen, das ist jetzt mal die Aufwärmphase. Und da haben wir richtig rein, Leute. Ja gut, dann würde ich sagen, guten Appetit und ich lasse mir gönnen, ne? Früchtesalat, dann Eulen, Brötchen, Käse und Philadelphia, um das vielleicht alles zu belegen. Und dann noch Orangensaft. Und ja, die haben halt eigentlich nicht so viel im Petto, muss ich sagen. Ne? Das ist halt einfach sehr mager. Aber naja, man ist, was man bekommt. Ne? Vielleicht hätte ich ja für einen Löffel nehmen sollen. Stimmt. Egal, ich fange eben mit dem Butterbrot erstmal an. Die Teller sind so klein. Jo, was ist das für ein Brötchen, Alter? Die sind ja gar nicht sanft. Ups.
Ah, nein, nein, nein. Den Löffel. Kann ich den noch? Na, jetzt kann ich ihn. So Leute, was macht bei einer Foodtour natürlich nicht viel? Natürlich der Supermarkt besucht. Und jetzt schaue ich gerade, welche Nudeln ich vielleicht hier zu Hause mitnehmen könnte, da vielleicht irgendwelche leckeren sind. Ich schaue aber mal gerade so, ja. Einfach 4,60 Euro. Das ist übertrieben teuer. Ach so, pro Kilo kostet das 4,60 Euro. Jetzt habe ich den Preis verstanden. Und da kostet ein Brötchen pro Kilo 10,80 Euro. Ich verstehe nicht, wie die das pro Stück berechnen. Das ist ja absolut merkwürdig. Wieso soll man wissen, wie viel Gewicht das ist? Das ist absolut ein schlechtes System, finde ich. Wenn man das nach Gewicht den Preis angibt und nicht nach Stückzahl, weil wo soll man wissen bei einem Brötchen? Das liegt. Achso, da gibt es eine Waage auch, als ich dann eigentlich das hier. Aber trotzdem. Eigentlich normalerweise kennt man das ja so, dass man einfach nach Stückzahl rechnet. Nicht nach Gewicht. Schauen wir mal weiter, was es hier noch so gibt. Eigentlich wollte ich mir nur schnell ein Wasser holen. Ja, da gab es gekühltes, aber ich wollte kein gekühltes, weil wegen meinem Hals wollte ich jetzt nicht riskieren, dass ich da kaltes Wasser trinke. Beziehungsweise habe ich ja schon heute Morgen kalten O-Saft getrunken, also Orangensaft. Naja. Ich meine, die hatten jetzt keinen warmen O-Saft und ich wollte eigentlich O-Saft trinken. Naja. Schauen wir mal, was die noch haben. Anscheinend gibt es hier nicht so viel, was die haben, was man so schnell snacken könnte. Dann vielleicht sowas hier. Das kennt man ja aus dem Aldi, würde ich mal sagen. Das kostet. Oh, sorry. Das kostet 3,05 Euro, 3,10 Euro oder so, keine Ahnung. Sind mehrere Preise nebeneinander. Tja, was haben die denn?
Okay, ich glaube, hier haben die vielleicht noch eine Nudel. Ich wollte vielleicht zum Verschenken so coole italienische Nudeln mitbringen. So eine coole Pasta, wenn die das haben. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Kostet 1,07 Euro, ist auch voll günstig. Die haben auch noch andere. Haben die nicht vielleicht eine andere Packung, die nicht so groß und eckig ist? Das ist echt nervig, sowas zu schleppen oder mitzunehmen. Ich weiß es nicht. Aber man muss schon sagen, Nudeln sind hier irgendwie relativ günstig, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt nicht so die Ahnung, was die in Deutschland kosten. Die kosten ja aber nur 1,68 Euro. Bio-Nudeln, wieder Bio-Nudeln, 1,84 Euro, 1,04 Euro, dann so eine gute Packung. Ja. Oder so eine Packung, 1,60 1,28. Das ist sogar eine teure Marke. So, ich weiß nicht, keine Ahnung, was die eigentlich machen. Ja. Ich werde einfach erstmal schauen, welche ich jetzt kaufe. Und ja, dann hole ich, vielleicht wenn ich noch was zu snacken hole, werde ich das dann kurz filmen. Wenn nicht, dann werde ich es halt nicht filmen. By the way, vielleicht muss ich noch erwähnen, Leute, ich bin eigentlich kein richtiger Feinschmecker und deswegen ist es eigentlich sehr leicht, mich mit Essen zu überzeugen. Ich weiß zwar nicht, wieso das so ist, aber naja, ist halt einfach so. Kein Feinschmecker meine ich halt. Es gibt viele Döner, wo ich einfach sage, ist okay, kann man machen. Auch wenn das ein relativ günstiger ist. Es gibt natürlich auch abartige, wo man steht, ekelhaft, aber naja, meistens. Ich habe noch nicht wirklich einen Döner gegessen, vielleicht ein oder zweimal, glaube ich, wo ich mir dachte, boah, der ist schon echt ranzig, ne? Aber sonst meistens eigentlich nicht. Ja, schauen wir mal, was es hier noch so zu snacken gibt. Zwischendurch gehe ich noch zu ein paar Sehenswürdigkeiten für das andere Video, weil ich drehe das beides parallel. Ja, let's eat, ne? Let's eat. Einfach auf Deutschland. Ziemlich interessant und ziemlich cool. Bloß finde ich die Getränke nicht. Ich finde keine Getränke. Das ist, was mich ein bisschen stört. Die haben auch Japanisch und Chinesisch und Deutsch. I want Fungi. Fungi. Do you have like something like not cold. Not cold. Yeah. Do you have? Not cold. Water. Okay, then I just like water. Okay, thank you. Ich wollte ein bisschen auf meinen Hals achten. Ich hatte überlegt, so ein, wie heißt das jetzt? Ein Ginger Ale oder sowas zu nehmen. Aber. ich glaube, das hatten die nicht. Deswegen. Ich hab gefragt, was nicht kalt ist. Dann hat er einfach gesagt, ja, Wasser. Dann meinte ich, okay, ja, bring mir halt Wasser. Mal schauen, ich bin sehr gespannt, wie die Pizza sein wird. Ich freue mich schon. Ja. Let's go.
Kosten, ich muss sagen, die Pizza schmeckt sehr, sehr gut. Also richtig krass gut, sondern auf jeden Fall sehr gut. Ich habe einmal eine Pizza in Frankfurt gegessen. Aber ich würde behaupten, dass die in Frankfurt vielleicht sogar entweder genauso gut war oder besser war. Aber die Pizza ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und für 7,50 Euro kann man auf jeden Fall nicht meckern. Das ist sehr, sehr günstig. Und ja, jetzt verputze ich noch schnell die Pizza. Und dann gehen wir direkt zum nächsten Foodspot. So, Leute, ich habe mir jetzt ein paar Snacks geholt. Ich muss nur gerade mal nach einem Sitzplatz suchen. Ja, gerade ein bisschen schwierig. Aber dieser Spot hier sieht ziemlich cool aus. Ich habe das eben gesehen, als ich vorbeigegangen bin. Da bin ich zurückgegangen und durch diesen Gang gelaufen. Der war hier. Durch diesen Gang bin ich gelaufen, weil ich dachte, okay, schon ein voller cooler Platz. Kann man schon entspannt was essen. Gab aber keine Sitzmöglichkeiten. Deswegen muss ich woanders hingehen und nach einer Sitzmöglichkeit suchen. Ah, das sind zwei Gebäckstücke, die ich mir gegönnt habe in einem Café. War ganz nett und günstig, 2,90 Euro, zwei Stück. Und ja, zeige ich euch mal gleich ein bisschen genauer. Das wäre das erste Gebäckstück, das ist so... So ähnlich wie so eine Vanillestange, könnte man sagen. Also drin ist Vanillecreme drin. Und Moment. Ich probiere das Ganze mal jetzt. Sehr gut. Schmeckt sehr lecker. Boah, das ist richtig gut. Oh Mann, Leute. Kommen wir auch zum nächsten Stück. So, ich mache aber jetzt nur ein bisschen, ich esse nicht das Ganze. Das ist auch sehr, sehr lecker. Mit Schokolade und Vanille. Also das ist mehr so Vanillepudding, davor war das eher so Vanillecreme.
Auch sehr, 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 sehr lecker. Weißer zusammen 2,90 Euro kostet. Dieses Stück ist um einiges größer. Andere hat, glaube ich, 1,50 Euro oder so gekostet. Und dann hat das hier wahrscheinlich 1,40 Euro gekostet. Aber schmeckt sehr, sehr gut. Wir hatten aber leider keinen Kaffee oder irgendwelche heiße Getränke. Sonst hätte ich mir da noch vielleicht eine weiße, heiße Schokolade bestellt. Ja. Ich würde mal sagen, dann gehen wir auch direkt zum nächsten Spot. Und gucken noch, was Venedig hier an Essen so zu bieten hat. So Leute, ich habe mir jetzt mal ein Chocolate, eine heiße Schokolade mit Creme bestellt, also eine Schlagsahne. Eigentlich wollte ich weiße heiße Schokolade bestellen, das gab es bei keinem Café, außer bei einem einzigen. Und da wollte halt 7,50 Euro, wenn ich im Café das trinke, und das war halt sehr, sehr klein. Und das habe ich irgendwie nicht eingesehen, dass 7,50 Euro dafür zu bezahlen für so ein kleines heißes Getränk halt. Und ja, schauen wir mal, wie die heiße Schokolade hier in Italien schmeckt. Zur Info, ich bin kein Kaffeetrinker, deswegen probiere ich jetzt nicht den Kaffee hier in Italien, weil ich habe den schon im Hotel probiert und der war schon echt ranzig. Deswegen tue ich mir das nicht nochmal an. Deswegen müssen wir nochmal machen. Ja. Ja, schmeckt gut. Ist sehr gut. Sahne ist sehr kräftig, nicht wie bei den meisten anderen, wo die dann direkt einsackt und sehr weich ist, sondern die ist schon, die Sahne ist hart und schmeckt auch gut. Und der Kaut auch einen guten Geschmack, also schokoladigen Geschmack, wie man das erkennt. Ist jetzt nicht mega übertrieben, aber halt besser als erwartet halt. Weil bei den meisten Cafés haben sie immer so ganz eine ganz schwache Sahne, die direkt einsackt. Das mag ich nicht so sehr. Und hier finde ich das ganz gut, dass es hier so diesen kräftigere Sahne ist. Und ja, jetzt lasse ich mir das Ganze schmecken und dann schauen wir mal, was noch geht, ne? Ich habe mehrere Stücke gemacht. Ich habe jetzt wirklich gemerkt, das ist wirklich geschmolzene Schokolade. Wirklich heiße Schokolade. Das ist nicht irgendwie so wie ein Kakao, was mit Pulver zubereitet wurde, sondern wirklich. Die haben Schokolade genommen und das wirklich geschmolzen. Das ist echt krass, wie die das gemacht haben. Echt Props an den Laden. Das gibt so einen ganz neuen Flair und ganz neuen Geschmack. Und das ist echt sehr, sehr gut. Ein sehr intensiver Geschmack. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist das Café Vero. Also falls ihr in Venedig seid und eine gute heiße Schokolade trinken möchtet, dann kommt einfach zu Café Vero. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert.